Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Keine Angst, es wird kein Let's Build. Ich kann es euch gerne mal zeigen, denn ich habe fast alles offline auf 100% gebracht. Nur Arbeiterplots leider nicht. Defense ist auch wieder 95%. Ja. Ich habe aber auch nichts mehr jetzt, um weiterzubauen. Aber ich würde euch gerne zeigen, was ich offline gemacht habe. Und zwar unsere schöne Bar. Der Bobby ist jetzt leider nicht da. Ja, er ist leider nicht da. Was soll man machen? Ich habe die Bar schön dekoriert. Es kommen auch Leute hin. Ich musste leider eine zweite Tür einbauen, da die Idioten immer hier rumstanden vom Fenster. So, dann gehen wir auch noch nach oben. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Schön, Amanda. Ja, hier habe ich auch ein paar Stühle mit Sonnentischen und Liegestühle. Da kann man sich hinlegen und halt übers Wasser schauen. Das habe ich gemacht. Dann hoch. Dann hier halt eine kleine Bank, Aschenbecher, Zigarettenautomat und das hier einfach als Deko. So, die Bar ist total funktionstüchtig, wenn der Bobby, ich glaube, den habe ich letztes Mal auf dem Dach gesehen irgendwo. Hi, wie geht es dir? Danke, gut. Ja, ich habe noch ein bisschen was angebaut. Und zwar, ich glaube, das hier ist neu. Ich weiß nur nicht, was das sein soll. Ein Residentenplot, das auch habe ich angebaut, weil zu wenig waren. Ja, da oben steht der Bobby. Das ist unser Barkeeper aus unserer eigenen Bar. Nun gut, ich habe noch ein bisschen Landwirtschaft betrieben. Es ruckelt halt ein bisschen, weil halt viel los ist. Das ist halt zu viel. Dann habe ich noch mal Arbeiterplots hier hingemacht. Wie gesagt, das ist ein bisschen viel wahrscheinlich für die Grafikkarte eigentlich nicht, wahrscheinlich für die Dingens da. Hier auch noch mal ein Garten. Was ist das? Keine Ahnung. Naja. Na, kurz was. Ja, die Leiter steht noch da vom letzten Mal, weil ich dort habe ich Geschütztürme aufgestellt. Ja, hier haben wir auch noch mal, wir haben sehr viel Strom. Die sind noch gar nicht verbunden. Wieso denn nicht? Habe ich das etwa vergessen? Sieht so aus. Und dann, na, kommst du? So, dann hat das auch Strom. Die sind alle schon verbunden. Sehr gut. Ach, springen können wir jetzt nicht. Ja, sonst Häuser, Wohnungen waren ja soweit ganz okay. Die Kuh ist nicht zugewiesen. Hier habe ich auch alles verbunden. Okay. Nur noch ein paar Pflanzen habe ich gemacht. Wir haben jetzt Essen 101, Wasser 134, Energie 210 und Schutz 225. Das heißt, 10 Schutz oder so fehlen noch.
Ja, die stehen halt hier, ne, auf diesen Matten, sind unsere Security-Leute sozusagen. Ich hatte auch ein paar Plünderstationen, aber weil die aber, ja, wie soll ich sagen, die wollten halt Plots haben. Und dann, ich könnte sogar noch eins bauen, aber das lassen wir. Auf jeden Fall, Bobby, weiß ich nicht, ob er jemals wieder runterkommt. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Das werden sie. Ach, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ja, auf jeden Fall läuft soweit alles ganz okay. Hier unser Fallons, Security, unser Dock. Hier nochmal Weapon. Es ist halt alles ein bisschen doppelt hier, die Bar. Dann hier haben wir nochmal einen Laden. Dort einen Laden. Nochmal Weapons. Er hat ein Gaussgewehr, aber leider habe ich keine Munition dafür. Deswegen. Und auch gar kein Geld, um es zu kaufen. Hier haben wir nochmal. Warum ein Drink von einem guten Zeug, nicht dieser schwarzgebrannte? Hier trifft sich sehr gut. Arztpraxis. Und eine Bar nochmal. Ja. Warum das jetzt so hier? Naja, ruckelt ist natürlich so eine Sache. Ist einfach zu viel wahrscheinlich. Ja, das wollte ich euch halt nur noch zeigen und dann mal sehen, ob es irgendwann mal Updates gibt. Schauen wir mal. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ja. Ansonsten war ich am Überlegen, das Haus abzureißen und dann nochmal hier so Arbeiterplots hinzustellen, aber naja. So, wir werden uns jetzt erstmal umziehen. Umziehen tun wir uns. Dann nehmen wir wieder unseren Milizhut. Dann Bleiverkleid abgedunkelt. Nee, das brauchen wir nicht. Das lassen wir auch gleich da. Nahkampf bei einem Treffer. Was nehmen wir denn jetzt? Okay, das nehmen wir, die zwei Sachen gleich raus. Das, das. Okay. Dann nehmen wir mal eben die ganzen Waffen und schauen uns, welche wir mitnehmen. Und Kleidung machen wir die Sachen rein, die wir jetzt nicht anziehen. Das nehmen wir nicht. Nein. So. Das lassen wir noch hier. Okay. Das rote Kleid könnten wir eigentlich auch hier lassen. Die Sachen kann ich nicht hier lassen. So. Jetzt zu den Waffen. Nehmen wir auch nicht alle mit. Wir nehmen ein Scharfschützengewehr mit. Nehmen wir das mit? Oder das? Wir nehmen das mit, dann lassen wir das da. Kampfmacht nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Flinke Kampf. Dann brauchen wir das dann nicht.
erstmal das hier, nehme eine Pistole mal mit. Das nehme mit. Das nehme mal mit. Die nehme mit. Power Force sowieso. Das nehme mit, weil wir so viele Patronen davon haben. Selbst hin. Ja, das können wir auch. Ja. Nehmen wir das auch mit. Aber dann alles können wir nicht mitnehmen. Wir sind ja so überladen jedes Mal. Was lassen wir denn hier? Die haben gar kein Gewicht, die Sachen hier. Okay. Wir können die Sachen mal alle hier lassen. Die haben auch Gewicht. Sitze direkt hier bei der Kiste. Könnte ich die anderen Sachen... Ach, Moment. Gesamten Schrott lagern. Ja, dann sieht es doch schon anders aus, oder? Ja, hier haben wir auch noch... Haben wir jetzt einen 45er dabei? Ich muss mal eben gucken. Weil ich muss immer schauen... Es bringt hier nichts, wenn wir von einer Sorte... Nein, haben wir nicht. Hier haben wir auch nur so wenig Patronen, aber die ist gut. Ja, nehmen wir das auch mit. Das Kampfgewehr noch. Hier sind auch noch so viele Waffen drin. Schaden 49. Schrot. Kampfgewehr. Kompensiert, kalibriert und mächtig. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das mit. Und ...308er hat die Schaden 51. Zellen. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer hilft, füllt sich 50% schneller. Ich weiß nicht, soll ich die da lassen? 10 mm ist natürlich auch gut. Die nehme ich mit, weil wir halt einfach sehr viele Patronen dafür haben. Die wird ja vielleicht reichen gegen Ghule oder sowas. Selbstziehend lassen wir hier, oder? Komm, lassen wir die hier. Und kann ich denn noch was verbessern? An dieser... verlängerte Lauf, nein. Die... Kann man hier noch was verbessern? Also, mir kommt es drauf an, dass es gut Power hat. So kann man den denn noch? Nein, können wir nicht. Der Schaden sollte gut sein. Okay. Okay. B. Verlassen. Verlassen. Verlassen, danke. So. Dann liebherzeln wir auch wieder unsere Waffen, die noch nicht geliebherzelt sind. Okay.
Okay. Mächtige Pistole. Pistole machen wir hier hin. Kampf machen wir hier hin. Schutzgewehr machen wir hier hin. Das machen wir hier hin. Die Pistole machen wir. Hoch habe ich ja gar nicht gemacht. So. Dann unsere Powerfaust natürlich. Kommt dorthin. Schallgedämpft mächtig automatisch. Kommt. Hierhin. Die Pistole. Dahin. Und was? Kommt dahin. Gut, dann Hilfsmittel. Sind der Herz aufbereitetes Wasser. Ich habe nicht sehr viel, also Stimpack. Kommt dahin. Deswegen werden wir gleich auch nochmal zum Doc gehen. Und ich habe 2 Level-Ups, sehe ich gerade, durchs Bauen. Okay, was noch? Wir gehen zum Doc. Wenn er da ist. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Ja, ja, ich heile. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Dann beschreib mir mal deine Symptome. Strahlung heilen. So viel Strahlung. Ich fühle mich krank. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Fertig. Und gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Gesundheit wiederherstellen. Mir tut alles weh, Doc. Kratzer und Prellungen, aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein. Hab sonst keine Beschwerden. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Aber vielleicht können wir... Ach, nee. Entschuldigung. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Sehr gut. Dann zeig mal. Oh. 1 Stimpak können wir kaufen. Ne, das lassen wir. Ja, es ruckelt halt hier. Tut mir leid. Aber wir sind ja gleich weg. Vielleicht haben wir ja hier was in unserem Werk. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte hier. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel. Oh, aufbereitetes Wasser haben wir sehr viel. Nehmen wir mit. Und Kronkorken auch. Okay. Huch. Können ja mal gucken, ob wir noch was zum Essen. Red Hirsch, sehr gut. Grüßmeierlockfleisch. Gut, 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 gut. Sonst haben wir nichts. Getränke. Suppen gibt's auch. Plus 30% Energieresistenz für 1 Stunde. Leguan. Explosives Gemüse. Plus 25% Strahlungsresistenz für 1 Stunde. Plus 2% EP für 2 Stunden. Okay. Okay. Dann würde ich sagen,
Gucken wir mal. Level up. Was nehmen wir denn? Vom Voltec leiten, der Weg zum nächsten wird im WOTS angezeigt. Kommando, dein automatische Waffe verursachen 60% mehr Schaden und Schüsse aus der Hüfte sind noch. Das. Kanalisiere den Geist des Willen bestens. Nicht automatisch. Pistolen, ja. Arzt, schwarze Witwe. Sind in Dialogen einfacher zu überreden. Bleimagen. Dein Verdauungstrakt hat sich an die Eigenart des Ödlands angepasst. Du nimmst weniger Strang durch Essen und Trinken auf. Bleib tödlich auch aus der Ferne. Das nehme. Gut. Hätten wir das. Und dann würde ich sagen... Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen los. Wir gehen los. Ja. Und zwar mit Hund. Mufti. Er heißt Mufti. So, er kommt schon. Er wird schon kommen. Und ja. Vielleicht werde ich das um... Huch! Bin ich runtergefallen. Ja, ist ja nicht schlimm. Wo muss nun wieder die Seuche? Vielleicht werde ich das nochmal offline alles machen, Sanctuary. Ein paar Sachen, Kleinigkeiten. Damit wir die nächsten Netzbild halt wirklich an einen neuen Ort anfangen können. Ja, das denke ich ist wohl das Beste. Und zwar Starlight Drive-In, habe ich mir gedacht. So. Wir haben keine Waffe ausgerüstet. Sollten wir besser. Was nehmen wir denn? Sollen wir die mal ausrüsten? Oder die? Oh, Schaden 99. Aber nicht so viel Munition. 45 haben wir 388 Stück. Rasen, Powerforce, Schalldämpfer. Wir nehmen die. Ach, da hätten wir aber ein anderes Ding reinmachen können. Naja, das nächste Mal. Gut. Wo wollen wir überhaupt hin? Daten. Entführung bei Abernathy Farm. Oberlandstation. Für die Freiheit, das machen wir später. Aber Abernathy Farm. Ist doch hier. Dort drüben. Erledigen wir das erst. Weil durchs Bauen und so offline sind ein paar Sachen gekommen, die wir erledigen sollten. Aber ich habe es nicht erledigt und deswegen sind sie fehlgeschlagen. Aber die Entführung, die machen wir jetzt. So. Schauen wir mal. Oh, wir sind jetzt von hinten gekommen. Ach, wegen Funkleitstrahl oder Funkmast. Den habe ich noch nicht aktiviert. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier. Blake. Du musst mir helfen. Die haben meine Tochter entführt. Erzähl mir, was passiert ist. Du hast Glück. Alles in Ordnung. Sag mir einfach, was passiert ist. Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich nicht bezahle, werden sie sie töten. Aber ich habe so viel Geld nicht. Tut mir leid, ich auch nicht. Also werde ich sie zurückholen. Weißt du, wo? Weißt du, wo sie hingebracht haben? Ich bin mir recht sicher.
Ich markiere es auf deiner Karte. Wir haben die Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bring sie einfach wohlbehalten zurück, okay? Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Okay, in Ordnung. Was hast du denn fürs nächste Mal? Oh, Ladung, Beton, Ladung, Düngeladung, Holz, Ladung, Leder. Ja, sonst nichts Besonderes. Okay. Dann hoch, raus hier. Und dann retten wir die Tochter. So. Ist da wer? Ich glaube nicht. Coca-Cola nehmen wir mit. Hier war keiner, oder? Schmutziges Wasser. Ich will jetzt nicht so viel mitschleppen. Zigaretten sage ich nicht nein. Fliegenfleisch nehmen wir mit. War da sonst noch was? Ja, da ist doch noch ein Blähfliegenfleisch. Ich höre Schüsse in der Ferne. Das so jetzt müssen wir übers Wasser oder? Über den Fluss müssen wir. Sunshine Tiding. Vorbei. Da ist eine Brücke. Müssen wir nicht durchs Wasser. Dann mal los. Für eine Brücke? Waren wir hier schon mal? Ach, nicht ruckeln. Ich hoffe, wir sind auch richtig. Aber denke schon. Hier war mal wer. Okay. Naja. Ist auch eine zur Tür. Dann weiter geht's. Sunshine Tile Kooperative sind wir. Was haben wir hier? Eine Laborstation. Bin gerade am Überlegen, aber haben wir ja gar nicht. Okay, dann weiter. Ist auch soweit alles leer gefegt, gesäubert. Huch. Ja, das baut sich auch langsam wieder auf. Eieieiei. Nix. Ich dachte nur, ich hätte was gehört. Wir sind bald da.
Okay. Schauen wir doch mal. Ja. Gut, das wird das hier wohl sein. Aber wechseln unsere Waffe. Nein. Und dann... Na toll. Die haben immer so tolle Sachen hier. Würde ich sagen, ich mache hier einen Break. Und im nächsten Part greifen wir an. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks sind immer willkommen. Würde ich mich drüber freuen. Mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Ich bin weg. Adios.